Willkommen zurück. Ich wollte eigentlich immer 15-Minuten-Parts aufnehmen, also 15-Minuten-Folgen. Aber das funktioniert nicht mehr so ganz gut irgendwie, weil wenn ich einmal richtig drin bin im Spiel, dann übersehe ich das gerne mal. Also könnten die auch ein bisschen über 20 Minuten lang sein. Wie lang soll ich die Videos eigentlich machen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Sollen die weiter 15 Minuten sein, die Folgen, oder können die auch ruhig 20 Minuten lang sein? So. Eine Fahne war jetzt hier nicht oben, ne? Nein. Gut. Wir sind jetzt wieder zurück in Jerusalem. Genau. Und müssen wieder Dinge tun. Dieses Ding, das muss ich jetzt rausmachen. So. Ich gehe erstmal die ganzen Aussichtspunkte wieder ab und so weiter, ne? Also, nun. Das war ziemlich tief, aber geht. Arm und krank und hungrig. Spring nicht so weit, Junge. Das habe ich schon mal öfter gesagt, ne? Mit der Geräuschkulisse manchmal. Da schon wieder eine Fa. Es tut mir leid, Leute, ich muss die einsammeln, wenn ich die sehe. Komme ich da rüber? Ach, gerade so. Flane. Flaggenfahne. Das sieht mir doch aus, als wäre da ein Templer irgendwo. Also, das ist doch irgendwo ein Templer, oder? Nee? Faszinierend. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Kann er mal die Klappe halten da unten? Wir sind ja in Jerusalem und so, die sind ja alles Juden oder Moslems oder sowas, ne? Also die haben ja meistens den Iran irgendwie, beziehungsweise ne, nicht den Iran, sondern den Koran. Ups. Und ich gehe mal ein bisschen weg. Der nervt nämlich ein bisschen mit seinem Gebrülle da. Das sind ja eigentlich Moscheen und keine richtigen Kirchen. Warum haben die dann Kreuze auf dem Dach? Ein Kreuz bedeutet doch immer christliche Kirche. Weil die Moschee da hinten mit dem Golddach, den man jetzt gerade nicht sieht, da hinten sieht man die Kuppel, also hier hinten sieht man so ein bisschen die goldene Kuppel. Da ist kein Kreuz drauf, glaube ich. Oder ist da ein Kreuz drauf? Nee, da ist ein Mond drauf. Genau. Also das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist da manchmal immer ein Kreuz drauf? Also wie hier. Hier sind ja auf den Dächern. Ne, hier ist ein Kreuz drauf, da ist ein Kreuz drauf. Und hier hinten auf der Moschee, auf der blauen Moschee mit dem goldenen, mit der goldenen Kuppel ist ein. Das sieht man jetzt von der Weite nicht.
Da ist halt so eine Stange, so eine Fahnenstange, sage ich jetzt mal, irgendwie drauf. Und dann oben drauf ist so ein Halbmond. Sehr interessant, das Ganze. Wenn einer mehr weiß, kann er mir das gerne erklären oder mich darüber aufklären, warum das so ist. Genau, genießen wir hier noch mal so ein bisschen was von Jerusalem. Weil nach dieser Mission kommt ja dann praktisch das Finale. Und ich glaube nicht, dass ich dann noch irgendwie Zeit habe, noch was anderes zu machen. Also zwischenzeitlich dann irgendwie mal Pause zu machen oder so. Dann geht das einfach Schritt auf Schritt, oder wie man sagt. Schritt auf Schritt, nee, wie heißt das? Da gibt es da so ein Sprichwort. Schlag auf Schlag, nicht Schritt um Schritt. Schlag auf Schlag kommt's dann. Ich bin schon wieder Fahnen am Suchen. Möh. Ist bestimmt auch irgendwo ein Templer. Konnte man da hochklettern? Ja, ne? Ich glaube schon, oder? Fragt sie nur wie. Komm, hups. Hops. Oh weh, was tut er denn? Wie wär's vielleicht mit Festhalten, Alter, ihr? Könnte man da nicht ganz hochklettern? Nee, um die Ecke klettern kann er ja nicht. Ist ja nicht Lara Croft. Oder wie mein Stiefvater immer gerne sagt, Lara Gruft. Könnte man hier an diesen Türmen nicht auch hochklettern? Das Spiel liegt halt schon ein bisschen zurück, ne? Also, ich bin aber der Meinung gewesen, ich konnte da irgendwie hochklettern. Ich bin gerade am gucken, wie ich darüber komme, ohne dass ich ewig nach unten muss. Er ist verrückt. Shit happens. Was, der will mich töten? Warum? Weil ich runtergesprungen bin oder was? The Wars, Mann. Hä, wer sagt das? Lass mich in Ruhe.
Ist das kein Aussichtspunkt? Aber an so einem Ding muss man doch normalerweise immer. Nee, der macht dir nur das Adlerauge auf. Faszinierend. Dann halt nicht. Boah. War deine Fahne? Nee. Ich bin schon wieder ganz woanders, oder? Wo bin ich denn? Da unten bin ich. Ja, ich bin gar nicht mehr im Gebiet. Lol. Ich habe mir jetzt mal den Aussichtspunkt da hinten markiert, dann kann ich darauf zulaufen. Sag mal, was ist das denn? Ist auch mal gut. Er muss aber echt starke Finger haben, damit man sie so aufhalten kann. Ja, ganz cool. Ganz cool, Mann. Ah ne, wir sind ja nicht bei World of Warcraft. Kennt ihr die Trolle? Bei World of Warcraft, ganz cool, Mann. Nein. Wow, habt ihr den Pfeil gesehen? Voll an meinem Auge vorbeigeflogen. Ja, ich helfe gleich. Wo ist denn jetzt der Aussichtspunkt? Da oben. Die Türme sind so hoch, ich sehe die nicht. Also ich bin irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie war ich der Meinung, dass man hier auf diese Türme auch irgendwie hoch kann oder rein kann oder so. Oder irre ich mich da? Ich meine, wenn man hier auf diesem Ding steht, dann kann er sich ja hier festhalten, aber das hier, dieser Abstand ist so groß. Wenn wir jetzt mit Ezio unterwegs wären, der hat ja den Klettersprung, ne? Der kann dann da hoch und zack. Aber so? Aber ich glaube, da konnte man nicht hoch, oder? Oder konnte man da hoch? Ich weiß es nicht mehr, das ist schon so lang her. Sehr merkwürdig. Ne, ich hab nix. Mach erstmal die Aussichtspunkte, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Damit erstmal die Karte schon aufgedeckt ist und dann. Ich hoffe. Alles klar. Ich hoffe, euer Tag war soweit gut. Meiner war ganz in Ordnung. Ich war heute beim Zahnarzt und die Frau Doktor hat mich eigentlich, oder die Zahnarzthelferin hat mich eigentlich ein paar Mal angerufen. Einmal um 8, glaube ich, hat die gesagt, und einmal um 11. Und um 14 Uhr hatte ich da eigentlich einen Termin. Und dann bin ich dahin, weil ich habe keinen Anruf bekommen auf meinem Handy.
Und dann hat die gefragt, ja, hier, ne, ich habe sie doch angerufen und so. Wie ist denn ihre Handynummer? Haben sie eine neue Handynummer? Ich so, nein, wieso? Ja, ich habe sie zweimal angerufen. Sehr merkwürdig. Gut. Dann habe ich halt, haben wir die Telefonnummer nochmal abgeglichen und so weiter und so fort. Die hat die mir zweimal vorgesagt. Ich so, ja, das ist die richtige. Und habe ich gesagt, am Ende ist die und die Nummer. Hat die gesagt, ja, die habe ich ja hier, aber irgendwie. Und genau. Jetzt hängen wir da. Und irgendwann sind wir dann drauf gekommen, da hatte die Frau Doktor, also die Arzthelferin, hatte dann da irgendwie so ein, ja, wie sagt man, so ein Zahlendreher drin. Die hatte da eine Nummer zu viel. Nein, ich trete nicht zurück. Was ist Gülle, Gülle, Gülle? Mustafa, was ist mit Mustafa? Was, wer ist nass? Was ist mit deiner Mutter? Ich verstehe nichts. Mist. Zack. Ja. Nix da. Was ist mit Michael Jackson? Aber aha. Oh nein, was da passiert? Oh, das ist eine Fahne. Ja, kletter rum. Oh nein, was ist hier passiert? Ja, wie gesagt, ich war eben am Erzählen, wegen Zahnarzt und so. Da hat sich einfach rausgestellt, die hatte da einfach eine Nummer zu viel. Dann haben wir das noch zweimal ausprobiert, dann funktionierte das auch wieder, dann konnte die auch durchwählen und mich auch erreichen. Ja, jetzt habe ich nochmal einen anderen Zahnarzttermin bekommen. Genau. Taschendiebstahl. Aber ich bin zu nah dran. Ich stelle mich hier hinter. Bringt das zu eurem Meister. Es enthält alles, worum ihr gebeten habt. Wir schätzen eure Mithilfe in dieser höchst delikaten Angelegenheit sehr. Ich sorge nur für Ordnung. Und das werdet ihr. Erwartet kein Ärger von uns. Nicht ihr und die Eurigen sind es, die mich besorgen. Es ist das Volk. Der Zeitpunkt für euren Besuch ist merkwürdig. Wir sind hier, um unseren Respekt zu zollen und dabei für Aufruhr gesorgt. Ist es meine Schuld, wenn ihr Freund und Feind nicht unterscheiden könnt? Schaut, ihr habt, was ihr wolltet. Ich glaube, ihr solltet euch nun auf den Weg machen. Na komm, beweg dich. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ah, da gehe ich noch kurz drauf, hier oben. Bis zum nächsten Mal, eure Tofina.